Fabian Heine, wir feiern hier die Silbermedaille im Weitsprung mit 8,13 Meter. Was war das für ein Gefühl da auf der Ehrenrunde draußen? Unglaublich, das Publikum war so laut und hat so gepusht. Ich kann es noch gar nicht fassen, dass es tatsächlich Silber oder Bronze ist. Der Protest läuft ja noch. Also ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich die Medaille geholt habe hier. Genau, du sprichst die Proteste an. Es gab ein paar Unruhen, was die Weitenmessung angeht. Ist das was, was du im Wettkampf aktiv mitbekommen hast oder blendest du das aus, weil du da im Tunnel bist? Ich konnte es ganz gut ausblenden, aber man merkt natürlich, dass dann die Unterbrechungen länger werden, was für mich jetzt nicht so schlecht war, weil ich ziemlich kaputt war schon nach den ersten drei Versuchen. Deswegen habe ich es genossen, dass da Pause war, aber es bringt einen schon ein bisschen raus natürlich. Du bist ja auch erst seit März wieder im Training, das darf man ja nicht vergessen, nach langer Verletzungspause. Erklär uns nochmal, was du genau für Probleme hattest. Ja, ich hatte im Wettkampf von Rio hat es angefangen, schon Probleme mit meinem Schambein. Habe das dann eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt, habe wieder angefangen für die Sommersaison 2017 war das dann zu trainieren. Da habe ich dann Rückenschmerzen bekommen und Hüftprobleme wieder. Und das hat eigentlich keinen Wettkampf oder keine Saison möglich gemacht. Ich habe es probiert, aber es war nicht erwähnenswert eigentlich. Und dann wollte ich die Wintersaison wieder angreifen, habe die gleichen Probleme wieder gekriegt und habe dann dank meinem Arzt das jetzt doch ganz gut im Griff bekommen, habe an meiner Körperhaltung ein bisschen gearbeitet und die Defizite ausgeglichen und ja, dass es jetzt so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Umso erstaunlicher, genau, das feiern wir jetzt, egal ob Silber oder Bronze ist. Herzlichen Glückwunsch noch. Dankeschön.